Und ein recht herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing, Freunde der geilen YouTube-Unterhaltung. Und zwar habe ich eine Powerbank gestellt bekommen. Hier bedanke ich mich mal recht herzlich dafür. Da haben wir das nette Paket. Haben sie sehr schnell geliefert. Also das mal Hut ab. Kann man gar nicht anders sagen. Also, das ist der kleine nette Karton. Ich habe gesagt, da ist jetzt ein bisschen mehr drin. Auch hier stehen die, wozu man sie benutzen kann, zum Beispiel. Und bevor ich jetzt alles aufzähle, das meiste, was ihr sowieso dann halt schon kennt, steht ja immer überall drauf, irgendwelche Kartons, wenn man sich irgendwas kauft und bestellt. So, auch hier auch. Ja, da hat man aber Gewicht. Da ist, also wenn man die einfach nur rumschmeißt, der merkt aber in den nächsten Tagen das Echo noch. Betriebsanleitung. So, holen wir so mal raus, das nette Ding. Da haben wir es. Ey, geil, ey. So, was haben wir hier? 50 Meter Lichtreichweite soll das Gerät haben. Mit 260 Lumen. Also, das ist schon stark, aber die ist schwer. Ist natürlich leer, wer hätte das gedacht. Man muss es natürlich erstmal komplett aufladen. Das muss ich dann auch erstmal machen. Man kann damit viermal das Handy aufladen. Ja. Und ja, Typ C, was nur modernen Handys jetzt alle haben, über USB als aufladbar. Man ungefähr 11 Stunden braucht sie. Also ist das halt 12 Stunden, dann ist die voll. Full. Und insgesamt wiegt die 473 Gramm. Jawohl. Also, hiermit tut man dann halt drei Geräte laden gleichzeitig. Ja, kann man machen. Muss man aber nicht. Das ist halt fürs Licht. Aber wie gesagt, ist leer. Muss erstmal aufladen. Oh, da ist ja doch noch was drauf. Oh. Aber wieso kommt da nichts? Interessant. Ah, man muss gedrückt halten. Wie geil ist das denn? So, dann haben wir noch eine Funktion. Eigentlich sollte er noch blinken, SOS. Ja. Machst du bei SOS jetzt? Okay. Da kann man die Powerbank mit aufladen. Wir machen einfach mal weiter. Es hat einfach mal funktioniert hier. Ja. So, also man kommt da schon recht weit mit. Selbst Frodo kann man ausleuchten. Hallo Frodo. Da kann man sehen, wie spät das ist. Also ist, also ist schon stark. Ne? Also ist gezielt ausgerichtet, der Lichtstrahl. Also das ist schon geil. Das ist wie bei meinem Fahrrad. Schau auch schön nach vorne. Auch die Reichweite ist, denke ich mal, Bombe. Oh, ich habe jetzt hier nicht so, wo ich sage, da kann ich jetzt ziemlich weit leuchten. Da man sieht halt, der Lichtkegel bleibt immer noch schön rund, schön klein. Ja, toppi-floppy. Absolut geil. Auf jeden Fall drei Balken voll noch. Auch ist über Solar. Ich hoffe, dass ich mal vorne an der Fensterbank wenig Licht habe, um zu zeigen, ob die jetzt aufladbar ist. Da müsste normalerweise da was anzeigen. Was ist? Wolltest du was sagen? Aha. Ja gut, gerade ist keine Sonne da. Aufladen tut sie jetzt nicht. Okay, funktioniert auch nur in der Sonne, aber ich habe da was vorbereitet. Moment. Und zwar hier einfach üblich Handelssteckdose und LED. Wunderbar. Funktioniert auch. Sehr geil. Damit kann man das Handy aufladen. Das wäre jetzt das nächste, was wir ausprobieren. So, dann haben wir jetzt Handy dran. Jetzt muss ich mal gucken. Ja, Handy wird geladen. Da ist der Blitz drauf abgezeichnet am Handy. Wunderbar, wunderbar. Faszinierend. Mich fasziniert immer noch, dass eigentlich sollten wir ja ne, mit dem Licht, das sollte nicht nur Strahl sein, sondern man könnte da irgendwie auch, dauert auch ziemlich lange, bis das Licht angeht. Man drückt also, Licht ist ein bisschen schwergängig, es geht an, man hat sofort wieder Lichtkegel da.
Kann man wieder hier rausziehen. Muss ja gerade nicht das Handy aufladen. So, abgeklemmert. Aber es soll ja USB, es soll ja eigentlich SOS machen. Ne? Ja, mit dem SOS, das funktioniert irgendwie nicht. Aber man hat ja das Handy dabei. Über Handy kann man auch SOS senden. Von daher ist man dann, wenn es funktionieren würde, doppelt abgesichert. Aber ich werde den Verkäufer nochmal nicht fragen, ob ich ein anderes Produkt kriege, wo das halt funktioniert. Wenn schon, denn schon. Ja. Ja, ich bedanke mich mal recht herzlich für das Produkt, dass ich das testen durfte und habe damit sehr viel Spaß. Und ja, es ist halt ein bisschen schwer. Es ist jetzt keine Halterung, man muss es schon in die Tasche tun, in meinem neuen Rucksack übrigens. Unboxing könnt ihr ja mal reinschauen für euer Video oder ja, oder so. Oder ja, wo, ja, genau, ja, ja, ja. So, man kann es dann an der Seite rein, ne, so, so, ne, so, ja. Klettverschluss zum Beispiel, wenn man einen Rucksack Klettverschluss hat, wie da, dann hat man so eine Tasche, da packt man es rein, dann geht das auch. Ne? Aber ist halt, man muss hier schon ein bisschen aufpassen, weil die ist schon ein bisschen schwer. Bei 26.800 mA ist das schon mal was ne? Geboten. Die werden dann also nicht kleiner, nicht leichter, höchstens größer und breiter, so wie mit den Handys. So ist das halt. Ja, so im Großen und Ganzen. Ein sehr schönes und tolles Produkt, kann ich nur weiterempfehlen. Preisschnapper auf jeden Fall und es lohnt sich. Ich wünsche euch mit diesem Produkt viel Spaß, falls ihr euch das kaufen solltet. Und ja, wenn das Video euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert oder auch nicht. Virus, macht's gut, ciao mit V.